Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video für den September. Nee, für den Oktober. Sorry, wir haben jetzt aktuell den 10. Oktober. Genau. Und meine Tüte ist rammelvoll. Was heißt rammelvoll? Für meine Verhältnisse rammelvoll. So viel habe ich nicht gesammelt und zeige euch einfach meinen Müll. Zuallererst habe ich hier zwei Schwämme von Ebeling. Der eine hat schon das Unterteil verloren, der andere sieht nicht viel besser aus. Ich finde irgendwie, die gehen so schnell kaputt. Die werden so schnell porös, keine Ahnung. Werde ich nicht mehr nachkaufen von Evelyn. Wobei ich dieses Teil hier echt praktisch fand, aber jetzt brauche ich die auch nicht mehr nutzen. Dann ist auch leer gegangen, schon länger. Ich glaube, ich habe euch das mal erwähnt gehabt, aber nie gezeigt. Verwandelt Wasser in grünen Schleim. Halleluja, war das eine schleimige Angelegenheit von meinem Sohn. Meine Tochter hatte das und ich habe es falsch angewendet. Da kommt nämlich tatsächlich nur irgendwie 40 Liter Wasser rein und ich habe doch keine Ahnung, was 40 Liter sind. Ich mache die Badewanne rammelvoll. Das ist keine Ahnung, wie 120, weil 8 Zentimeter ungefähr sind 80. Es sind 40 Liter. Ich war erschrocken, wie glibbelig und wie schleimig das ganze Wasser geworden ist. Mein Sohn durfte das noch im Sommer aufbrauchen. Es war relativ warm, also war es okay in diesem Schleim sich da. Ich habe das versucht, da irgendwie. War das eine schleimige Angelegenheit? Das war richtig geil eigentlich. Er hat es gefeiert auf jeden Fall. Dann habe ich auch leer gemacht, Balea Face Scrub, Kaffee und Karamell. Ich muss sagen, der Geruch war nicht so meins. Das hat mir die Niki zugeschickt. Ich wollte einen Instagram-Post machen. Ich habe sicherlich das Bild noch. Aber irgendwie ist es in Vergessenheit geraten. Und ich dachte, so 1,5 Monate später wäre es vielleicht ein bisschen zu übertrieben, einen Post zu machen. Balea, genau, Face Scrub mit Kaffeeöl und Karamellduft. Dieser Karamellduft war über. Aber das Face Scrub an sich, die hat das Hautgefühl danach, das war spitzenmäßig. Wirklich spitzenmäßig. Ich hatte auch mein Dekolleté noch mitgemacht bei der letzten Anwendung, als es dann noch so flüssig war. War ganz, ganz toll. Ich würde es mir auch wieder nachkaufen. Ich denke, das ist nicht eine limitierte Auflage. Es steht da auch nicht dran. Aber erstmal brauche ich das auch, was ich besitze. Boom. Heute das erste Mal Isana Young Sweet Honey Mask gemacht. Und zwar diese hier. Ich habe noch ein, das sind 10 Milliliter drinne. Eine Anwendung, das sind zwei Anwendungen. Heute habe ich die erste aufgebraucht. Und ja, ich würde es mir nicht nachkaufen, weil ich es einfach nicht brauche. Ich habe so, so viele Masken noch. Ich möchte einfach versuchen, jede Woche mindestens zwei Sachets leer zu machen, wenn es möglich ist. Vielleicht auch ein Sachet. Dann bin ich irgendwann mal durch und kann endlich mal die ganzen Tübchen aufbrauchen, die ich noch so habe. Dann habe ich mit der Nadine von Instagram getauscht gehabt. Sie hat mir ganz viele Pulpchen mit von Ciaia. Das gibt von bei Cosmetic for Less, kenne ich das. Und bei Notino gibt es das noch. Und ich glaube, wo habe ich das noch gesehen? Ich weiß es nicht. Noch irgendwo habe ich das gesehen. Notino habe ich noch nie was bestellt. Aber gehört habe ich, dass es Ciaia dort gibt. Ich habe das immer bei Cosmetic for Less gesehen. Und es hat mich sehr interessiert, weil die Marke sehr, sehr günstig ist. Der Geruch war richtig, richtig geil. Ich hatte aber nicht das Gefühl, also beim Shampoo musste ich das zweimal, also ein Sachet mit 7 Milliliter haben mir für eine Anwendung gereicht. Da war noch ein Fitzel, habe ich gedacht, drinne. War aber leider nicht so. Und eine Haarmaske habe ich noch leer gemacht. Die war richtig reichhaltig. Die würde ich mir auch nach, also ich würde mir auch vom Geruch her, mir ist ja Shampoo nur wichtig, dass es nicht zu fettig macht und dass die Haare danach einfach gewaschen aussehen. Ansonsten ist es mir scheißegal. Und der Geruch halt. Dann habe ich etwas leer gemacht von Idole. Le Parfum Lacombe. Ich muss sagen, das war so göttlich. Das war. Bitte, Schatzi. Hä? Für was hast du Danke gesagt? Genau. Wie? Ja, ich habe Xena Geld gegeben. Ja, dann habe ich Coco Cocktail eigentlich von Belou leer gemacht. Ich weiß nicht, inwiefern meine Tochter das mitverwendet hat. Das fühlt sich an, als wäre es was drin, aber unter der Dusche kommt nur so sowas raus. Falls es, ja, würde ich nicht nachkaufen, ist einfach nicht mein Duft. Es ist generell, Bilou ist eine Kindersache, sag ich mal. Ich bin jetzt aus dem Gröbsten, glaube ich, raus.
brauche es nicht unbedingt. Dann heute mein Lippenstift zum Entfernen. Habe ich Bibi 5 in 1 reinigende Pflegentücher aufgebraucht. Ja. Der Geruch sind ganz gut. Das letzte Tuch war genauso feucht wie das erste Tuch. Ich kann es euch eigentlich einfach empfehlen. Ich glaube, das habe ich schon sehr lange. Ich denke, dass ich das schon 3 Monate habe. Kann das sein? Wann habe ich meinen letzten Haul da gedreht, wo ich das vorgestellt habe? Ich habe keine Ahnung. Sehr lange hat es auf jeden Fall gehoben. Würde ich tatsächlich immer so ein Päckchen zu Hause haben für so richtig faule Tage. Leute, manchmal gibt es auch Tage, da hat man einfach gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Geschweige denn, sich abzuschminken. Ich entschuldige mich auch hinten für mein Chaos. Ich habe sehr, sehr viel geklattert. Das ist zum größten Teil vom Deklattern und zum anderen noch Produkte, die ich euch einfach reviewen wollte. Danach ist auch das Mundwasser fresh leer gegangen von Don to Dent. Feiert mit mir bitte. Angenehmer Geschmack überhaupt nicht. Ich hatte das Gefühl, ich habe erstmal Wodka getrunken abends. Genauso habe ich mich beschwipst gefühlt und kam morgens nicht aus dem Bett. Ne, nie wieder. Ich dachte Konzentrat, ja, da brauche ich nicht so oft Mund. Nein. Listerine und das hier, Listerine mit Alkohol kommt mir nicht mehr ins Haus und das auch nicht. Ich mag diesen Alkoholgeschmack nicht. Ich muss mir erstmal eins antrinken, damit ich das in meinen Mund nehme. Ne, mache ich nicht. Dann One Ginger Morning ist leer gegangen. Ja, ist nicht mein Duft. Pflege war okay. Da war es noch nicht ganz so kalt, hat aber angefangen kälter zu werden. War okay, ich werde das Tübchen da aufheben, weil ich da was anderes reinfüllen möchte. Oder den Pumper brauche. Aber ansonsten würde ich mir das nicht mehr nachkaufen. Genauso Eisbonbon Surprise würde ich mir auch nicht nachkaufen. Es roch tatsächlich wie ein Eisbonbon und das andere roch tatsächlich irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Ingwer so riecht. Ich finde, Ingwer riecht ein bisschen schärfer. Das riecht so auch nach einem Bonbon irgendwie. Keine Ahnung. Ist nicht so meins. Werde ich auch nicht nachkaufen. Ganz einfach. Müll hat sich auch en masse hier angesammelt. Dann habe ich eine Sheet Mask gemacht. Und zwar von It's Skin. Blueberry. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Blaubeeren da drin echt vermisst vom Geruch her. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie Blaubeeren riechen sollen. Ich werde mir in Zukunft keine Cheatmasken mehr so kaufen mit dem Vorrat, wie ich jetzt habe. Ich brauche keine 10. Ich bin einfach genervt, weil mein Gesicht da nicht reinpasst. Ich müsste das am besten immer zuschneiden. Es für jetzt, für die kalte Zeit, jetzt, also jetzt, wo der Herbst, jetzt, da wo jetzt der Herbst auf an der Tür klopft, Ne. Mein Gesicht ist erfroren. Hallo? Ich saß auf dem Balkon mit meinem Kaffee, hatte die Cheatmaske dran und hab geschlottert. Nee. Ich habe sie zweimal benutzt. Am nächsten, übernächsten Tag war sie genauso feucht, weil ich könnte sie wahrscheinlich jetzt auch wieder benutzen. Aber wie gesagt, es passt nicht. Sowas nervt mich dann. Es ist mir zu schade. 5 Euro. Ich glaube, die hat mal 5 oder 4 Euro gekostet. Es ist mir einfach zu viel Geld aus dem Fenster. Ich meine, ich habe es eh nicht so dicke. Ich brauche es auch nicht da noch aus dem Fenster werfen. Hab mir striktes Kaufverbot erlegt, Mensch. So, das roch so gut. Und ich sag euch, das roch auch im Badezimmer. Wir haben nicht allzu großes Badezimmer. Also ich kann mich im Badezimmer drehen. Da stehen ein hoher Schrank und eine Malmkommode mit 5 Schubladen. Aber diese, die es früher gab, so eine längliche, die steht da noch drinne. Und noch so ein Hochschrank und eine Waschmaschine. Gut, wenn das alles nicht wäre, wäre mein Badezimmer wahrscheinlich größer. Und eine Badewanne haben wir noch. Und Waschbecken und Klo. Es ist reichlich Platz, sag ich mal, für eine Person. Mehr Personen dürfen in dieses Badezimmer nicht sein, aber manchmal stehen wir zu viert da drin. Warum auch immer. Es roch richtig gut. Vielen Dank, Sunny. Du hast mich sehr aufgemuntert. Es war einfach... Mein Sohn hat es benutzt. Ich darf jetzt aktuell 4 Wochen lang nicht baden. Also aktuell sind es noch 3 Wochen nicht baden. Weil ich an der Gebärmutter operiert worden bin. Also Gebärmutterhals. Und deswegen... werde aber auf jeden Fall, jetzt wo ich nicht baden darf, habe ich ein Bedürfnis zu baden. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe super geile Badesalze noch da von allen möglichen Mädels und Tauschpaketen und selbst gekauft.
Ich werde alles nach und nach benutzen und werde die Zeit einfach genießen. Auch wenn es nur 20 Minuten sind. Mehr als eine halbe Stunde halte ich eh nicht aus. Und ich bin abends, wenn ich dann die Kinder um 9:30, sage ich mal, spätestens alle untergebracht sind, ich bin auch müde und ich möchte dann auch ins Bett. Und bis ich dann einschlafe, ist dann 12:30 und ich komme morgens dann nicht raus. Ich könnte so ein Entspannungsbad echt gebrauchen. Ihr könnt mir ja schreiben, ob die Qualität jetzt besser ist, weil es das S10 ist. Und vorher die ganzen Videos waren immer mit S7. Also auch seitdem ich das neue Telefon habe, ich kann mich von meinem alten nicht trennen. Hier ist übrigens noch das alte Teil. Ich dachte damit was zu reinigen. Nein. Ich habe genug Putzschwämme, ich schmeiß das Ding in die Mülltonne. Wir haben auch Arschtücher leer gemacht und zwar sind feuchte Toilettenpapiere leer gegangen. Warum das jetzt in dieser Tüte gelandet ist, ich habe keine Ahnung. Sorry dafür. Ja, sind okay. Ich könnte sie mir vorstellen, wenn ich im DM bin, nachzukaufen. Ja, natürlich, meine Liebsten sind immer noch die mit Shea Butter. Ich glaube Shea Butter, keine Ahnung, von Müller, von der Eigenmarke. Ich muss mir einfach davon einen Vorrat. Mit 3, 4 Packungen finde ich in Ordnung, weil ich sie einfach wirklich jeden Tag benutze. Ich kann nicht mehr ohne. Mir fehlt es unheimlich, wenn ich kein feuchtes Klopapier, wenigstens ein Tuch für meinen Arsch habe. Ein Tuch am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Dann L'Oréal Elvital Öl Mal Schick. Das war geil. Das habe ich echt gefeiert. Das habe ich irgendwo in irgendeinem Päckchen drin gehabt. Meine liebe Jennifer Schlosser. Jennifer, hast du mir das mit reingelegt? Ich fand's cool. Ich habe es gefeiert vom Duft her, wenn ich keine. Ich habe, glaube ich, noch 2 Haaröle. Wenn ich mich nicht täusche, wenn die mal leer sind, dann kann ich mir vorstellen, das nachzukaufen. Aber Haaröl, hallo? Ich brauche für so ein Sachet. Ich habe dann 2 oder 3 Mal meine Haare mit eingeölt hinten. Also von daher, ja. Ich habe leer gemacht. Makai. Oh, sage ich nur. Ich liebe diesen Duft. Oh mein Gott, habe ich das gefeiert. Ich muss mir unbedingt mal ein Foto davon machen. Zack und fertig. Denn ich liebe dieses Parfüm, diesen Duft. Ich liebe dieses Baby, frauliche, weiß ich. Es roch unfassbar gut. Ich habe das auch aufgeschnitten. Also bei Produkten, wo ich wirklich, wirklich mag, schneide ich auf. Wenn ich jetzt Alverde in der Tüte habe, nee. Ich liebe es und ich finde es irgendwie traurig und irgendwie gut, dass es leer ist. So, dann habe ich auch etwas leer gemacht. Nogi. Füße. Und zwar Fußwohl von Isana. Ich habe keine Ahnung. Es ist seit 6 Jahren in Verwendung. Es ist, naja, 2013 abgelaufen. Ihr könnt euch vorstellen, meistens so 2 Jahre in der Drogerie erhältlich. Das heißt, 2011 wurde das mal gekauft. 2019 durfte es gehen nach 8 Jahren. Nach 8 Jahren. Aber es riecht wie am ersten Tag. Also man muss nicht immer alles gleich wegschmeißen und sagen, bäh, das ist eklig oder keine Ahnung was. Wenn es euch natürlich, ich habe eine Freundin, die ekelt sich schon davon. Wenn der Verfallsdatum schon einen Tag vorher ist, jeder seine. Ich kann es auch noch essen, wenn es 3 Tage drüber ist und es noch in Ordnung schmeckt und aussieht. Also ich gehe nach meiner Nase, die ist sehr speziell, und auch nach dem Aussehen. Und wenn ich dann merke, nee, das ist nichts, dann ist es halt nichts. Das war was und es war super gut. Ich hatte danach wirklich keine trockenen Füße, weil meine Füße sind so trocken, dass ich, wenn ich auf dem Parkett laufe, rutschig. Also ohne Socken oder auch mit Socken. Also ohne Socken rutsche ich mehr als mit Socken. So trocken sind meine Füße. Dann hat mein Sunny Baby Hyaluron von Eucerin. Hyaluron. Füller plus Days. Tageslichtschutzfaktor 15. Schaut euch das kleine Typchen an. Richtig geil. Auch davon mache ich mal einen Screenshot. Irgendwann fragt mich mal sicherlich jemand und ich kann sagen, die roch ein bisschen nach Kaugummi, finde ich. Der Geruch ist nicht so meins, aber das, was es mit der Haut gemacht hat, Halleluja, ich habe eine babyzarte Haut gehabt damit. Anti-Aging-Tagespflege und das kann ich echt unterschreiben. Ich hatte null das Bedürfnis, meine Haut danach einzucremen. Das hat wirklich Programm geschrieben, kann ich euch absolut empfehlen. Ich filme heute übrigens das erste Mal mit dieser Kamera. Habe ich das schon vorher gesagt? Ich weiß es nicht.
Dann Pantene Proven Repair and Care Shampoo werde ich mir nicht mehr nachkaufen aufgrund des anderen Duftes, was jetzt hier herrscht. Ich kann euch sagen, 2008, als mein Kind geboren worden ist, habe ich Pullenweiß. Ich habe seit meinem fünften, sechsten Lebensjahr Pantene Proven, bis ich 18 bin, benutzt mit Elvital. Das war ein Hit damals und heute ist es nicht mehr so. Das riecht mir zu nach Garnier Fructis. Da kann ich auch Garnier Fructis kaufen. Ist wahrscheinlich noch ein Ticken günstiger als das hier. Not gut. Dann habe ich nicht aufgebraucht, aber umgefüllt dieses hier. Ja, das ist mir einfach nichts. Ich mag diese Haarkunde mal benutzen. Ich habe keinen Bock mehr. Und trotzdem ist es für mich sonst eine pure Verschwendung, wenn ich es wegschmeiße. Es ist für mich jetzt sozusagen der Tiegel, mache ich weg. Darin will ich nichts aufheben, nichts verstauen. Ich will das Ding einfach loswerden. Ja, so geht's auch. Ich habe das gerade in so eine Ausquetschtube von Duschdas. Top. Kann ich euch nur empfehlen, mal umzufüllen. Dann habe ich Le Petit Marseille aufgebraucht. Ja, roch anständig. Ob da war Lavendelgeruch dabei war, kann ich euch jetzt nicht unbedingt sagen, aber es war ganz angenehm. Es ist aber zu überteuert für, dass es einfach nur ein Duschgel ist. Es ist ein bisschen cremiger als ein Dusch. Es ist eine nein, extra zarte Duschcreme. Extra milde Duschcreme. Genau, Duschcreme trifft es eher so ein bisschen milchig. War okay. Ich würde es für 1,50 € ja kaufen, aber nicht für 3 € aus dem DM. Not good. Da ist das. Da ist das. Wie hieß das? Da bin ich ja vor. Oh mein Gott. Da. Ich habe das genossen. Ich habe das von Flaconi zugeschickt bekommen. Ich so, hä? Flaconi? Geschenk? Boah. Hab's aufgerissen wie eine Wahnsinnige im Auto, bevor ich meinen Sohn aus dem Kindergarten geholt habe. 3, 4 Mal damit eingesprüht und wirklich ein richtig, richtig geiler Duft. Wenn ich den mal geschenkt kriegen würde, würde ich auch nicht nein sagen. Es gibt Düfte, das muss nicht sein und es gibt andere Sachen. Ja. Das hier ist nicht aufgebraucht. Wie ihr seht, ich will meine Fingernägel gar nicht so in den Himmel loben. Sie sind total vergilbt. Deswegen seht ihr die so. Das hier ist von Essence. Das ist ein Metal Shock Lip Paint. Wenn man Lip Paint sagt, ja, erwarte ich ein bisschen halt. Null. Wird fleckig, franzt sich aus. Ich habe das für die Augen verwendet. Auch nix. Ich wollte nämlich so ein Look schminken damit. Nee. Das war eine bleppige Geschichte, die schlussendlich schneller gecreased ist als davor. So, dann habe ich so ein kleines Tübchen, das habe ich seit Hamburg jetzt immer mal wieder verwendet. In Hamburg habe ich das schon. Das war die erste Creme fürs Gesicht, glaube ich, oder die zweite, die ich dort verwendet habe. Und hallo, ich habe 7 Tage daran gearbeitet. Und es wurde und wurde nicht leer. Es ist ganz nach Vitamin. Ich kann nicht mal richtig reden. Ich stehe mir selbst gerade im Weg. Nach Vitaminbonbon gut geduftet. Also, wie gesagt, das hat ewig gehoben und 3 Tage. Also, es war ewig in Verwendung. Ewig. War okay. Müsste ich nicht nachkaufen. Keine Ahnung. CEO, Vitamin C, C Rich, Sunday Riff. Keine Ahnung was. Kann ich euch nicht sagen, was es ist. Dann habe ich hier von Biotherm auch etwas. Das ist Biotherm Total. Renew Öl. Ja, das ist ein Abschminköl, was sich selbst schäumendes Öl entfernt. Make-up. Naja, nicht so richtig. Nicht so richtig geklappt. Ich habe es versucht, so gut es geht, damit nur zu entfernen, aber ich habe immer wieder irgendwas anderes noch gebraucht oder Augen-Make-up-Entferner davor. Es war nicht so der Hit. Ich würde es mal um Gottes Willen nicht für den Preis nachkaufen. Ich glaube, es kostet um die 18. Ich habe mal geschaut gehabt. Einfach nur Interesse halber. Dann auch das hier würde ich mir nicht nachkaufen, von wo auch immer das ist. Das Caring Body Lotion. Roch für mich irgendwie. Nee, das roch überhaupt nicht gut. Fand ich nicht gut. Es war nicht so mein Ding. Dann habe ich was umgefüllt und zwar diese Teilchen, weil die Pipette einfach nicht funktioniert, ja?
Ich reg mich ewig und 3 Tage hier auf. Ihr seht es, es ist leer. Ja, ich musste das umfüllen hier. Und das, was da drin ist, das kommt nicht raus. Das kommt nicht durch die Öffnung raus. Und ich hoffe, ihr erkennt das. Es ist leer. Es hängt zwar an den Rändern noch was. Ist mir auch egal, ob es da jetzt rumhängt oder nicht. Diese Dinger sind gar nicht mal so verkehrt, sag ich mal, ja. Für den in Make-up gemischt, waren beide eine Limited Edition. Gut, mein Ich Schatz. habe selber Depot. Gut. So, auf jeden Fall, diese 2 Catrice-Schätzchen sind jetzt umgefüllt. Das sieht aktuell bei mir so aus. Wo ist es denn? Da. Ich habe sie einfach mit dazu gemischt und jetzt ist es einfach so ein Fluid, was ich in meine Foundation mischen kann, wenn sie mir zu hell ist oder zu pastös. Passt perfekt mit der, die ich gerade aufbrauchen möchte. Kann ich auch alleine tragen, muss ich aber gut verblenden, sonst bin ich so richtig schön orange. So, dann habe ich unheimlich viele Pröbchen noch aufgebraucht und mein Freund hat aufgebraucht. Cool France Sport. Ich war so ein Pröbchen vom Parfüm, keine Ahnung. Er wird es auch nicht nachkaufen. Ganz einfach. Ich habe Hydra V Fresh Cleanser aufgebraucht. Ich kenne diese Marke, um ehrlich gesagt, nicht. Ich würde sie mir aber auch nicht zulegen. Es hat mich nicht interessiert, woher sie kommt. Steht viel auf Koreanisch drauf oder Chinesisch oder sonst was. Nein, brauche ich um Gottes Willen in meinem Leben nicht. Dann habe ich hier ein, was war denn das? War das ein Primer oder war das ein... Ich glaube, es war ein Öl einfach. Ein Gesichtsöl oder so. Von Galois. So. Das hier würde ich nicht nachkaufen, brauche ich nicht. Ich brauche keine so teuren Öle, Sachets, sonst was. Ich habe hier Beauty Perfector oder Verschlimmbesserer, wie ich das immer gerne nenne, diese Stücke hier von Weleda. Die kommen weg. Ich schicke sie jemanden mit in irgendein Päckchen. Ich wollte es euch nur zeigen. Dann habe ich das hier noch und das war auch von meiner lieben Nadine. Wir sind sehr, sehr fleißig am Schreiben. Ich freue mich wirklich. Sei frei, verrückt nach und glücklich. Das bin ich. Hallo? Auch wenn ich echt depressive Tage habe, so, das bin ich und das werde ich sein. Orange ist nicht ganz so mein Duft, aber mal so einmal eine Anwendung ist ganz okay. Dann das schlimme Teil hier von Merz. Merz Spezial, ich habe keine Ahnung, sieht aus wie so eine Gesundheitsmarke. Beauty, fünffach Dehnungsstreifen, Hautebenheit, was das alles nicht machen soll. Ich habe keine Ahnung, wo das hin soll. Okay, ich hatte mir das ins Gesicht geschmiert. Da steht einfach, massieren Sie Merz Spezial Beauty Tint Intensivkonzentrat in kreisenden Bewegungen Saft in die betroffenen Hautpartien ein. Das Intensivkonzentrat soll zweimal täglich morgens und abends einmassiert werden, bis es vollständig eingezogen ist. Bei dauerhafter Anwendung ist eine deutliche Verbesserung des Erscheinungsbildes der Haut bereits nach 4 Wochen sichtbar. Brauche ich nicht. Das hat gekrümelt unter Foundation. Ich habe auch so viele Dehnungsstreifen in meinem Gesicht. Dann habe ich das hier leer gemacht. War auch überhaupt nichts mit dem passenden Primer. Ich bin immer ganz froh, wenn ich so Sachets einfach leer machen kann. Der Skin Match Protect Primer Step One war überhaupt nichts für mich. Er hat einfach nur eine rosige, transparentes Make-up-Basis, die grundiert, schützt und perfektioniert. Naja, ich war ein bisschen rosa. Bisschen rosa mehr habe ich aber auch nicht gehabt. Dann Skin Match Protector Foundation Step 2. 24 Stunden Moisturizer. Nein, gar nichts. Ich war einfach nur dunkel. Ich sah einfach komisch aus und 200 Nude. Dann hat mein Sohn leer gemacht. Einmal Badefarbe und einmal Knisterspaß. War sehr cool, holen wir immer mal wieder. Diese Kiste sind wir immer noch am Aufbrauchen.
die Weihnachtskiste vom letzten Jahr. Also von daher ist immer noch ein bisschen bestückt. Wenn nicht, dann würde ich wieder mal so eine Kiste bestellen, was günstiger war. Mit 17, 18 € als wenn ich alles einzeln kaufe. Und endlich mal leer gegangen ist auch was für die Nägel hier, das da. Das ist ein Nagelhautentferner. Sehr interessant, weil ich gedacht habe, boah, das ist so cool, das da drauf zu drücken. Aber wenn am Ende nichts mehr rauskommt und du stehst da, ja, als würdest du dir irgendeinen Schuss setzen wollen und nein. Nein, nein, nein. Lieber aufpinseln wie ein normaler Mensch. Weil zum einen war das mal hat's von der, mal ist es gleichmäßig dort gewesen, mal nicht. Also es hat nie so richtig gleichmäßig funktioniert, deswegen nein. So, und ich gehe jetzt auch meine Nägel machen, deswegen wollte ich das Video abdrehen, damit ich einfach den Müll entsorgen kann. Paar Sachen machen kann und dann noch meine Fingernägel, weil die sehen echt furchtbar aus. Habt ihr das auch, wenn ihr eure Nägel ablackiert? Das ist ja nicht so, dass es nur Rauchernägel sind, sondern ich habe ja immer Nagellack drauf. Sie sind generell gelb, ob ich rauche oder nicht. Ich habe auch schon ein paar Mal aufgehört gehabt, ja. So, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Sagt mir mal, was euch am besten gefallen hat. Habt ihr auch so Flops gehabt wie ich? Also diesen Monat war durchaus viel. Also schon XX. Aber halt in Sachets, ne? Ich kann keine Full-Size-Proben in einem Monat aufbrauchen. Da muss schon vorher viele Monate was passiert sein. Im Moment dauert das noch. Ich bin sehr, sehr fleißig an meinen Projekten dran, damit er einfach ein bisschen minimalistischer ist und ich versuche ein bisschen kleiner zu werden, nicht minimalistisch, aber ein bisschen verkleinern schadet mir einfach nicht. Merke ich, mich nervt es, ich fasse irgendwas an und alles fliegt runter. Ich kriege einfach in letzter Zeit die Krise damit. Deswegen habe ich entschieden, gut, ich verkleinere mich und gut ist. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, das Aufgebraucht hat euch gefallen und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Ciao!